Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde und liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im März 2020. Die Timecodes, wann jedes Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bevor es mit den Horoskopen losgeht, gibt es aber hier gleich noch eine Verlosung und außerdem erfahrt ihr, wer den Preis vom letzten Monat gewonnen hat. Das astrologische Großereignis des Monats ist der Frühlingsanfang, wenn die Sonne in den Widder geht und damit der neue astrologische Jahreskreis beginnt. Außerdem macht Saturn einen ersten Schritt ins Zeichen Wassermann. Und wir haben einen Neumond der Evolution, der sich mit Lilith und Chiron verbindet. Alles dazu und zur spirituellen Bedeutung der Mondphasen erfahrt ihr in dem aktuell gültigen Mondzyklus-Video. Passend zum Frühlingsanfang haben wir außerdem besonders schöne Liebeskonstellationen und auch für die Frühlingsgefühle, weil sich Venus und Mars wie zu einem kosmischen Tanz miteinander verbinden. Aus diesem Anlass habe ich mir gedacht, ich verlose ein Partnerhoroskop als PDF. Vielleicht lernt ihr ja jemanden kennen oder ihr begeistert euch neu für den bestehenden Partner. Jedenfalls erfahrt ihr in diesem Horoskop, welche Aspekte zwischen euch beiden wirken und was sie bedeuten. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, dazu erfahrt ihr mehr im Service-Teil am Ende des Videos. Letzten Monat habe ich mein Buch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, verlost und die glückliche Gewinnerin ist Tina Schäfer. Liebe Tina, ich blende dir jetzt unten meine E-Mail-Adresse ein. Bitte schreib mir mit deiner Adresse, damit ich dir das Buch schicken kann. Gleich fangen wir mit den Sternzeichenhoroskopen an. Bitte denkt dran, dass es sich dabei um kosmische Tendenzen handelt. Euer persönliches Horoskop empfängt aber vielleicht noch ganz andere Einflüsse. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch mal bei dem Horoskop für euer Aszendentenzeichen reinzuschauen oder auch für euer Mondzeichen, wenn ihr das kennt. Trotzdem kann es sein, dass ihr euch in dem Horoskop nicht wiederfindet und dann käme eben doch eine persönliche Beratung in Frage. Oder vielleicht auch eins meiner PDF-Horoskope. Darin erfahrt ihr, welche wichtigen Aspekte zurzeit auf euch wirken. Das könnt ihr euch alles auf meiner Homepage anschauen oder ihr ruft meine Assistentin an, um einen Termin zu vereinbaren. Und alle Infos, wie ihr uns findet, habe ich hier auf der Infokarte verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kann es losgehen mit dem Monatshoroskop für den März 2020 und wir fangen wie immer an mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im März Geburtstag habt. In diesem Monat geht es ganz oft darum, dass ihr eure Zeit gut einteilt. Das Steinbock-Stellium zusammen mit dem Mars hier in eurem Karrierehaus zeigt große berufliche Herausforderungen oder Projekte an, die euch stark in Anspruch nehmen. Deshalb plant am besten schon zu Beginn des Monats, wann ihr was unternehmen wollt und haltet euch Zeit fürs Privatleben frei. Noch bis zum 5. März hilft euch die Venus in eurem Zeichen dabei, euch mit netten Leuten zu verabreden oder um Unterstützung zu bitten. Finanziell haltet euch in den ersten Tagen des Monats lieber noch zurück, da kann es zu unerwarteten Ausgaben kommen und ihr müsst vielleicht auf euer Erspartes zurückgreifen. Zwischen dem 5. und dem 9. März kann dagegen überraschend Geld hereinkommen und für den Rest des Monats stehen eure Geldsterne zunehmend günstig. Für euer Privatleben zeigen die Konstellationen einen Hang dazu an, dass ihr euch mit euch selbst beschäftigt und das Gefühl habt, Dinge mit euch selbst abmachen zu müssen. Das gilt vor allem für die erste Dekade der Widdergeborenen. Der Vollmond am 9. März fällt auf die Heilerachse des Widderhoroskops. Er weist eine Verbindung hier zu eurem Karrierehaus auf und deswegen könnte es um gesundheitliche Themen im Zusammenhang mit eurer Work-Life-Balance gehen. Wahrscheinlich gebt ihr sehr viel Zeit und Energie in eure Karriere und vielleicht müsst ihr darüber nachdenken, ob das zu Lasten eurer Gesundheit geht und wie ihr das besser ausgleichen könnt. Falls ihr spirituell arbeitet, würde sich der Vollmond für ein Heilungsritual anbieten. Die Lilith steht ja nun im Widder und bildet den ganzen März über eine Verbindung zu Chiron. Das ist ein Hinweis darauf, dass ihr euch engagieren wollt und nicht nur Anweisungen von oben entgegen möchtet. Wenn ihr selbstständig seid oder in eurem Arbeitsbereich selbst Entscheidungen treffen könnt, werdet ihr am besten mit den kosmischen Energien zurechtkommen. Dabei erhaltet ihr übrigens auch unauffällige Unterstützung aus dem Hintergrund oder auch von eurer eigenen inneren Stimme. Die Sterne raten euch, öfter mal in der Stille nach innen zu lauschen und gegebenenfalls auch auf eure Träume zu achten. Sie können wertvolle Botschaften für euch enthalten.
Einige von euch spüren jedoch so viel beruflichen Druck oder Einschränkungen durch Vorgesetzte oder durch die Firmenstruktur, dass sie sich womöglich ernsthaft überlegen, ob sie überhaupt den richtigen Job machen. Aber falls ihr betroffen seid, wartet mit so einer weitreichenden Entscheidung noch. Der Merkur ist ja noch bis zum 10. rückläufig. Falls ihr euch auf eine neue Stelle bewerben wollt, wäre die Zeit zwischen dem 11. und dem 15. günstig dafür. Danach geht der Merkur in die Fische und steht dann etwas versteckt für euch. Dann kann es noch bis Anfang April dauern, ehe eure Unterlagen Beachtung finden. Am 20. März um 4.50 Uhr in der Früh geht die Sonne dieses Jahr in den Widder und dann werdet ihr euch spürbar frischer und optimistischer fühlen. Entscheidungen fallen euch leichter, ihr steht häufig im Mittelpunkt und eure Vitalität und Lebensfreude wird in den kommenden 4 Wochen aktiviert. Auch für die Liebe sind die Aspekte bis zum Monatsende wunderschön. Wenn ihr nach einem neuen Flirt sucht, kann euch jemand im beruflichen Umfeld begegnen. Finanziell sind die Tendenzen in den letzten 10 Tagen des Monats sehr günstig. So könnt ihr zum Beispiel erreichen, dass man eure gestiegenen beruflichen Anforderungen besser vergütet oder euch andere geldwerte Vorteile anbietet. Wenn ihr selbstständig seid, könntet ihr berufliche Investitionen tätigen. Aber auch privat könnt ihr bis Monatsende schöne Sachen shoppen, an denen ihr lange Freude haben werdet. Die Sonne verbindet sich zwischen dem 22. und dem 28. mit Lilith und Chiron und an dieser Stelle ereignet sich auch der Neumond im Widder am 24. März. Das ist für euch der wichtigste Neumond im ganzen Jahr und die Tage danach solltet ihr euch Zeit nehmen, um über neue Pläne und Projekte nachzudenken. Aber nicht nur beruflich und im Außen. Dieser Neumond ist auch eine Chance, euch innerlich zu erneuern, zu euch selbst zu stehen und auch eure wunden Punkte anzuerkennen. Gegebenenfalls ist das ein sehr guter Zeitpunkt, um eine Therapie zu beginnen oder auf andere Art einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Wenn ihr in diesen Tagen Geburtstag habt, kann das neue Lebensjahr für euch ein Jahr der Heilung und der Selbsterkenntnis werden. 2 weitere Faktoren werden euch in den kommenden 3 Monaten das Leben erleichtern. Saturn macht am 22. März bis zum Juli erste Schritte im Zeichen Wassermann und am 30. März wechselt der Mars in den Wassermann. Beides kann sich für euch anfühlen, als würde ein Knoten platzen und es fließt eine angenehme neue Energie. Ihr bekommt dann kosmischen Rückenwind. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Freut euch auf einen Monat mit fantastischen Aspekten zu eurem Sternzeichen. Falls in der Liebe in den letzten Wochen bei euch nicht so viel los war oder ihr vielleicht sogar eine Enttäuschung zu verdauen hattet, werden eure Sinne für Zärtlichkeit, Flirt und Erotik spätestens ab dem 5. März wieder angeregt. Und dann haben wir gleich für die Solo-Stiere ein paar sehr prickelnde Aspekte bis zum Vollmond am 9. März. Denn Liebesgöttin Venus trifft sich dann bei euch im Zeichen mit Überraschungsplanet Uranus, dann kann der Liebesblitz einschlagen. Und weil gleichzeitig viele andere Planeteneinflüsse für Wachstum und Stabilität sorgen, hat eine neue Begegnung durchaus das Potenzial, sich zu einer langfristigen Beziehung zu entwickeln. Der Vollmond selbst steht auch sehr günstig zu eurem Zeichen und beleuchtet eure Freundschafts- und Kreativitätsachse. Und falls ihr nicht gerade privat etwas Nettes unternehmt, in dieser Zeit sind das auch beruflich günstige Aspekte, denn die Sonne in den Fischen aktiviert euer berufliches Netzwerk und mit dem Neptun dabei haben alle Beteiligten viel Fantasie und tolle Ideen, was man alles Schönes machen könnte. Und weil sich das Ganze glücklich mit dem Steinbock-Stellium verbindet, kann dabei was Vernünftiges herauskommen und man bleibt nicht nur im Stadium der schönen Pläne und Fantasien stecken. Insgesamt sieht es nach einem sehr produktiven Monat für euch aus. Auch wenn ihr als Lehrende oder Professoren oder Seminarleiter tätig seid, sind das jetzt ergiebige, erfolgreiche Wochen. Beachtet dabei bitte, dass bis zum 10. März der Merkur noch rückläufig ist. Dadurch kann es schon noch Planänderungen oder Rückzieher geben. Aber ich denke, das werdet ihr gut auffangen können. Diejenigen von euch, die jetzt unter dem Uranus-Einfluss größere Umwälzungen im Leben durchmachen, können sich auf gute Unterstützung freuen und sehen jetzt auch das Positive und die Chance, die in diesen Veränderungen steckt. Das betrifft besonders die April-Stiere. Zwischen dem 10. und dem 16. ist eine besonders gute Zeit, um mit euren Projekten voranzukommen, seien sie nun beruflich oder privat.
Am 16. zieht der Merkur im Vorwärtsgang weiter in die Fische und belebt dann zusätzlich eure Freundschaften und guten Business-Kontakte für die nächsten 3 Wochen. Am 20. März um 4.50 Uhr in der Früh ist dieses Jahr der Frühlingsbeginn und die Sonne geht in den Widder. Beim Stierkollektiv aktiviert sie dann das 12. Haus des Rückzugs und es kann gut sein, dass ihr euch in den kommenden 4 Wochen etwas frühjahrsmüde fühlt und mehr Schlaf braucht. Wenn ihr es hinbekommt, euren Tag so zu strukturieren, dass ihr am Nachmittag ein Nickerchen machen könnt, wird das eure produktiven Kräfte nur noch steigern. Am 22. März macht Saturn bis Juli schon mal einen ersten Schritt über die Grenze zum Zeichen Wassermann. Und das ist beim Stierkollektiv das Karrierehaus. Die ersten von euch werden vielleicht schon während des Frühjahrs ein Empfinden haben, dass es jetzt ernst wird mit ihrer Karriere und dass sie sich einer neuen Verantwortung stellen müssen. Und zwar betrifft das die Geburtstagskinder vom 19. bis 24. April. Ja, genau, den 19. erwähne ich auch, weil die Sonne zum Beispiel dieses Jahr schon am 19. April in den Stier geht. Dazu wird es in Kürze ein Special geben, es heißt der Kalender und die Sternzeichen. So passen sie zusammen. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Am 24. März ist der Neumond im Widder in Verbindung mit Chiron und Lilith. Falls ihr medial begabt seid oder als Heiler arbeitet, ist das ein sehr magischer Neumond, besonders wenn ihr schamanische Techniken anwendet. Lauscht in dieser Zeit mal nach innen und achtet auf eure Träume. Vielleicht erhaltet ihr Botschaften, die Heilungsprozesse anstoßen oder euch helfen, von alten Ängsten loszulassen. In der Außenwelt sollte es ab dem 20. für euch laufen wie am Schnürchen. Ihr empfangt auf allen Ebenen tolle Aspekte, die sowohl eure Lebensfreude und Liebeslust fördern, als auch euren beruflichen Erfolg. Und falls ihr die Möglichkeit habt zu verreisen oder euch beruflich oder privat fortzubilden, dann greift zu. Das kann ein großer Erfolg für euch werden. Ab dem 30. März wird der Mars im Wassermann für euch herausfordernde Aspekte bilden. Dazu erfahrt ihr dann mehr im nächsten Video. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Beruflich ist eine Menge los bei euch. Vor allem scheint es häufig um die Verantwortung fürs Geld und um Budgetfragen zu gehen. Denkt dabei bitte dran, dass der Merkur noch bis zum 10. März rückläufig ist. Wundert euch nicht, wenn ihr seitens eurer Vorgesetzten eine gewisse Entscheidungsschwäche bemerkt. Das ist ja auch langfristig immer wieder ein Problem. Das zeigt der Aspekt von Illusionsplanet Neptun. Immer wieder seid ihr gefordert, selbst zu entscheiden, wie ihr eure Aufgaben erledigt und könnt teilweise nur vermuten, was von euch erwartet wird. Umgekehrt haben manche Zwillingegeborene auch selbst ein Zuverlässigkeitsproblem, besonders die Geburtstagskinder der zweiten Dekade. Sagt deswegen nicht mehr zu, als ihr auf jeden Fall auch einhalten könnt. Hilfe und Unterstützung bekommt ihr vor allem in der zweiten Monatshälfte von zuverlässigen Vertragspartnern, die euch gegebenenfalls auch unter die Arme greifen können, wenn ihr mal in die Enge geratet. Auch Zwillinge in festen Beziehungen können sich auf ihren Partner verlassen. Euer Schatz kann euch auch in beruflichen Fragen gut unterstützen. In der Liebe sind die ersten 5 Tage des Monats noch eine sehr prickelnde Zeit. Danach zieht sich die Venus für den Rest des Monats zurück. Wenn ihr nicht gerade Planeten oder den Aszendenten im Stier habt, kann sich das für euch so anfühlen, als ob es in euren Liebesbeziehungen oder beim Flirten ziemlich ruhig wird. Vielleicht wollt ihr euch aber auch nur einfach ein wenig zurückziehen und mit eurem Liebespartner auf dem Sofa schmusen. Oder ihr habt eine heimliche Geschichte am Laufen und dann kann es hinter den Kulissen sehr kuschelig werden für euch. Passt aber dann bitte auf zwischen dem 5. und dem Vollmond am 9. März. Da kann sich eine überraschende Situation oder Wende ergeben und dann kann die Liebschaft sozusagen im Scheinwerferlicht des Vollmondes plötzlich sichtbar werden. Diese Stimmung, in der ihr teilweise ein bisschen am Schwimmen seid und nicht alles klar erkennen könnt, bessert sich ab dem 10., wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Am 16. geht er dann in die Fische und das ist euer Sonnenhaus der Karriere. Dann bildet er günstige Aspekte, sodass sich mancher Nebel lichtet und ihr auch gute Gespräche führen könnt, entweder mit wichtigen Geschäftspartnern oder auch mit euren Vorgesetzten. In der zweiten Monatshälfte dürfte es wesentlich mehr Klarheit über eure Vorgaben und mit euren Verhandlungspartnern geben. Am 20. März um 4.50 Uhr
ist dieses Jahr Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Dann ändert sich die Energie für den Rest des Monats spürbar und es kommen mehr Leichtigkeit, Lachen und Lebensfreude auf. Die Sonne aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer Freundschaftshaus und dort findet am 24. März auch der Neumond statt, und zwar zusammen mit Chiron und Lilith. Das sind alles Hinweise darauf, dass ihr in einem Zyklus seid, in dem ihr spannende Leute kennenlernt, die euch gleichzeitig auch herausfordern, weil sie anders denken oder einfach anders sind. Man sagt ja den Zwillingen mitunter nach, sie seien ein bisschen oberflächlich. Aber die Menschen, die ihr jetzt kennenlernt, bringen eure Kreativität und eure gedankliche Tiefe zum Vorschein, zu der ihr nämlich fähig seid, wenn euch euer Gegenüber nur interessant genug erscheint. Falls ihr euch schon immer für ein politisches Ziel engagieren oder einer gesellschaftlichen Gruppierung beitreten wolltet, die sich für Verbesserungen in der Welt und der Gesellschaft einsetzt, wäre dieser Neumond genau der richtige Impuls dafür. Vielleicht bekommt ihr auch Lust, ein beruflich außergewöhnliches neues Projekt zu starten. Dabei müsst ihr allerdings bedenken, dass Chiron und Lilith nicht unbedingt gesellschaftlich anerkannte und gewinnbringende Kontakte anzeigt, sondern eher solche, die eine Mission haben und denen es nicht vorrangig um den materiellen Gewinn geht. Ihr habt also mit Leuten zu tun, die eure Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität anregen. Ob es sich finanziell lohnt, steht dabei erstmal nicht im Vordergrund. Ende März geht der Mars in den Wassermann und bildet dann für 6 Wochen günstige Aspekte. Und auch Saturn pirscht sich vom 22. März bis Anfang Juli schon mal in den Wassermann vor. Beides ist günstig für euer Fortkommen und euren Erfolg. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der März bietet euch viele aufregende und anregende Einflüsse für euer soziales Leben. Das Steinbock-Stellium und dazu auch noch der Mars stehen in eurem kosmischen Partnerhaus. Dadurch erhalten die Themen, die euch sowieso am wichtigsten sind, besonders viel Energie, nämlich Partnerschaft, die Begegnung mit interessanten Menschen und dank Neptun und Venus auch eine gehörige Portion Flirt und Romantik. Ihr seid aber jetzt auch gefordert, euch aus voller Brust einzubringen und nicht schüchtern in der Ecke stehen zu bleiben. Die Menschen, denen ihr begegnet, haben Power und keine Angst vor großen Gefühlen, also traut euch ruhig. Wenn ihr noch Solo seid und sich in diesem Monat etwas Neues für euch anbahnt, habt ihr gute Chancen, dass sich daraus etwas Längerfristiges entwickeln kann. Gelegentlich kann der Mars im Partnerhaus natürlich auch Zwist und Streitigkeiten anzeigen, aber weil er hier so gut eingebettet ist und mit Neptun und später auch noch mit der Venus, sieht er für mich eher aus wie jemand, der stark, aber auch gefühlvoll ist und euch auf positive Weise mitreißen kann. Das könnte ein echter Traumtyp sein. Und für die Krebsmänner zeigt die Venus sinnliche Traumpartnerinnen an. Sie wird nämlich ab dem 5. März in den Stier gehen und für den Rest des Monats wunderbare Aspekte zu eurem Sternzeichen bilden. Zwischen dem 5. März und dem Vollmond am 9. März sendet sie zusammen mit Uranus ganz besonders prickelnde Flirtimpulse. Der Vollmond selbst in der Jungfrau mit der Sonne in den Fischen steht auch super zu euch. Falls ihr das Gefühl habt, dass eure Freunde euch verkuppeln wollen, lasst euch das ruhig gefallen. Es könnte funktionieren. Behaltet aber im Hinterkopf, dass der Merkur noch bis zum 10. März rückläufig ist. Das kann besonders in euren festen Partnerschaften zu Missverständnissen führen. Achtet darauf, dass es darüber nicht zum Streit kommt. Beruflich sind die Tendenzen vor allem dann gut, wenn ihr viel unterwegs seid oder Tätigkeiten im Bereich Bildung und Lehre ausübt. Auch falls ihr Seminare oder Webinare gebt, werdet ihr dabei viel Freude haben und ein dankbares Publikum finden, mit dem ihr euch gemeinsam weiterentwickeln könnt. Die Juni-Krebse stehen allerdings unter dem Spannungsaspekt von Lilith und Chiron hier im Berufshaus und das kann beruflich heikle Situationen anzeigen. Dabei kann es um Genderfragen gehen oder vielleicht habt ihr auch mit einer schwierigen Vorgesetzten zu tun. Die Wirkung von Chiron kann es mit sich bringen, dass euch solche Situationen unter die Haut gehen oder auch körperlich zu schaffen machen. Aber ihr habt nicht umsonst die ganzen Saturn- und Pluto-Aspekte der letzten 5 Jahre durchgemacht und gemeistert. Ihr habt allen Grund, selbstbewusst mit solchen Situationen umzugehen und ihr wisst wahrscheinlich intuitiv direkt, was zu tun ist. Durch den gleichzeitigen positiven Einfluss von Uranus dürft ihr auch mit unerwarteter Hilfe rechnen und euch gehen auch nicht die Ideen aus.
Am 16. März geht der Merkur nun wieder im Vorwärtsgang, wieder in die Fische und bildet dann bis Ende des Monats günstige Aspekte für Gespräche und Fortbildung. Am 20. März um 4.50 Uhr ist Frühlingsanfang und die Zeit des Sternzeichens Widder beginnt. Die Sonne aktiviert dann beim Krebskollektiv für 4 Wochen das Karrierehaus und dort findet dann auch der Neumond am 24. März statt. Dieser Neumond kann wichtige berufliche Entscheidungen mit sich bringen. Vielleicht beginnt ihr ein Projekt, das einen gewissen Mut erfordert. Oder ihr tut euch mit Leuten zusammen, die brillant, aber sehr eigenwillig sind. Vielleicht spürt ihr auch, dass ihr einen Job macht, der gar nicht eurer wahren Berufung entspricht und merkt, dass es nun Zeit wird, euch da neu auszurichten. Dabei unterstützen euch die übrigen Tendenzen, und zwar nicht nur jetzt im März noch bis zum Monatsende, sondern darüber hinaus auch langfristig. Sie zeigen, dass es wichtige Menschen gibt, die an euch glauben, euch unterstützen und eure Entscheidungen respektieren. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Das scheint ein produktiver Monat für euch zu werden. Der Mars im Steinbock aktiviert das Steinbock-Stellium bei euch im Berufshaus. Es gibt also viel zu tun. Außerdem wird die Venus ab dem 5. März in den Stier laufen und dann aktiviert sie dort Uranus und das alles bei euch im Karrierehaus. Davon profitieren vor allem die Juli-Löwen. Wenn ihr bereits spürt, dass sich wichtige Entwicklungen in eurer Karriere anbahnen, können die jetzt einen Schub erhalten. Und durch die Mitwirkung von Venus ist das Ganze voraussichtlich recht erfreulich, auch wenn die Entwicklungen vielleicht ein wenig abrupt ablaufen. Vor allem die Zeit zwischen dem 5. März und dem Vollmond am 9. März hält durchaus Überraschendes für euch bereit, vielleicht auch einen finanziellen Bonus. Oder ihr fühlt euch gerüstet, ein finanzielles Risiko einzugehen, um zu investieren oder einen Fortschritt zu erreichen. Passt allerdings bitte auf, solange der Merkur noch rückläufig ist, nämlich bis zum 10. März. Danach könnt ihr dann auch neue Verträge oder finanzielle Vereinbarungen unterschreiben. Wenn ihr beruflich unterwegs seid oder auch selber als Seminarleiter oder Lehrer tätig seid, habt ihr mit sehr interessanten Themen oder Schülern zu tun. Das zeigt der Aspekt zu Lilith und Chiron. Und falls ihr eine private Reise geplant habt, könnt ihr dabei nicht nur spannende Menschen treffen, sondern auch euch selbst begegnen und Neues über euch lernen. In beruflicher Hinsicht lassen es die Aspekte stark prickeln. Es kann sich zum Beispiel ein Flirt mit einem Berufskollegen oder Vorgesetzten entwickeln, aber das ist zunächst bitte noch mit Vorsicht zu genießen. Da lohnt sich die 90-Tage-Regel, also 3 Monate abwarten, bevor ihr so eine Geschichte richtig ernst nehmt. Denn gerade auch im beruflichen Zusammenhang sind Liebschaften ja tendenziell heikel. Für die fest liierten Löwen sind die Tendenzen im März überwiegend angenehm. Der Vollmond am 9. bringt Fantasie und Harmonie in eure Beziehungen. Falls ihr also nicht schlafen könnt, dann widmet euch doch eurem Herz allerliebsten. Am 16. März geht der Merkur im Vorwärtsgang wieder in die Fische. In der 2. Monatshälfte habt ihr dann ausgezeichnete Finanzaspekte, vor allem bei allen Angelegenheiten, die gemeinsame Werte mit anderen betreffen. Daher könnt ihr sehr gut Gespräche oder Verhandlungen führen, sei es mit eurer Bank oder mit eurem festen Partner oder wegen Versicherungsangelegenheiten. Am 20. März um 4.50 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Sie bildet dann für 4 Wochen günstige Aspekte zur Löwesonne. Die regen unter anderem euer Fernweh an und auch eure Lust, etwas außerhalb der eigenen 4 Wände zu erleben. Vom 22. März bis zum 2. Juli wird der Saturn einen ersten Schritt ins Zeichen Wassermann machen und das ist euer Partnerhaus. Die ersten von euch werden vielleicht dann das Gefühl haben, dass es in der Partnerschaft nun ernst wird und sich die Spreu vom Weizen trennt. Wenn ihr zu eurer Partnerschaft steht, könnt ihr euren Herzensmenschen dann auch heiraten. Wenn nicht, überlegt ihr womöglich, die Konsequenzen zu ziehen. Das betrifft vor allem die Juli-Löwen, die ja gleichzeitig auch unter dem Einfluss von Uranus stehen und ohnehin einiges verändern möchten. Am 24. März ist der Neumond im Widder, der sehr günstig für euch steht und euch anregt, Pläne zu machen und über eure Lebensphilosophie nachzudenken. Gut möglich, dass euch interessante neue Menschen, vielleicht auch aus fremden Kulturkreisen, dabei inspirieren und anregen.
Falls ihr unterrichtet oder Seminare gebt, ist das ein toller Neumond, um über neue Themen für die kommenden 12 Monate nachzudenken. Genießt ansonsten die produktiven und finanziell günstigen Aspekte für den Rest des Monats. Ab dem 30. März wird es unruhiger, denn dann wandert der Mars in den Wassermann und damit in euer kosmisches Partnerhaus. Das bringt eine Tendenz zu Auseinandersetzungen mit sich, kann aber auch sehr anregend sein. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video. Hallo, ihr klugen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Liebe, Partnerschaft und Freundschaft sind im März für euch großgeschrieben. Ihr begegnet zauberhaften und fantasievollen Menschen, die euch inspirieren oder vielleicht auch den Kopf verdrehen, je nachdem. Grundsätzlich sind die Konstellationen für euch wundervoll, um sich neu zu verlieben, denn Romantikplanet Neptun steht in eurem Partnerhaus und bildet wunderschöne Aspekte. Ab dem 5. März läuft die Venus durch den Stier und schenkt euch fantastische Impulse. Dabei verbindet sich Neptun mit den erdverbundenen Kräften im Steinbock und im Stier und die geben dem Ganzen eine realistische Grundlage. Deswegen denke ich, viele Flirts werden nicht bloß Fantasie bleiben und sich auch nicht als Illusion erweisen, sondern haben das Potenzial, sich zu einer längerfristigen Beziehung zu entwickeln. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass jemand vom Typ mittelloser Künstler, der bezaubert ist, aber kein Geld und keinen Job hat, euch bezirzt, weil er bei euch andocken will. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen und dafür gibt's ja dann auch die 90-Tage-Regel. 3 Monate abwarten und sich erstmal kennenlernen und die Sache halt auch realistisch betrachten. Wenn dann die Verliebtheit immer noch da ist, könnt ihr die Sache ernst nehmen. Wenn ihr fest liiert seid, dann könnt ihr am besten von diesen Aspekten profitieren, wenn ihr mit eurem Schatz Dinge unternehmt, die die Fantasie anregen und euch ein wenig aus dem Alltag herausheben. Zum Beispiel der gemeinsame Genuss von Kunst und Kultur, etwa ein schönes Musical. In der Liebe und Erotik sind die Konstellationen übrigens genial für fantasievolle Rollenspiele. Probiert es doch mal aus. Der Vollmond am 9. März auf der Jungfrau-Fische-Achse wird euch erotisch und emotional enorm anregen. Auch eure Kreativität und eure Lust, an wichtigen Herzensprojekten weiterzuarbeiten, sollten geweckt sein. Beruflich ist das vor allem dann gut, wenn ihr euren Job liebt und da auch eine gewisse Kreativität hineinbringen könnt. Bis zum 10. März ist der Merkur ja noch rückläufig, da kann es im Job noch Verzögerungen oder Fehlinformationen geben. Danach sollte es aber wirklich rund laufen. Am 16. März wandert der Merkur im Vorwärtsgang wieder in die Fische in euer Partnerhaus. Das ist sehr schön für Gespräche, zum Kennenlernen, für Meetings und geselliges Zusammensein. Am 20. März um 4.50 Uhr geht die Sonne in den Widder, dann ist Frühlingsanfang. Sie aktiviert dann bei euch den Bereich der Verbindlichkeiten im Horoskop und da stehen ja auch Chiron und Lilith. Insofern können eure festen Partnerschaften getestet werden, ob ihr auch wirklich dahinter steht. Vielleicht gibt es Diskussionen darum, wie viel Freiraum jeder braucht. Vielleicht liegt da auch ein Wunderpunkt für euch, der angeschaut werden will. Deswegen ist es umso erfreulicher, dass die Liebesplaneten im Steinbock und Stier euch dabei helfen, auf einer kuscheligen und kreativen Ebene zusammenzufinden. Das kann es im Zweifelsfalle sehr erleichtern, heikle Punkte anzusprechen oder Entwicklungsarbeit als Paar zu leisten. Wenn ihr alleinstehend seid, dann ist das eine Zeit, in der ihr viel darüber nachdenkt, ob euch eine echte Bindung wichtig ist und wie ihr sie erreichen könnt und ob ihr überhaupt bereit seid, euch darauf einzulassen. In diesem Bereich fällt auch der Neumond am 24. März im Widder. Da geht es darum, ob ihr bereit seid, voll und ganz hinter einer Verantwortung zu stehen, die ihr übernommen habt. Für eure Partnerschaft, für eure seelische Entwicklung, für ein wichtiges Herzensprojekt. Bei letzterem könnte zum Beispiel die Frage sein, soll es ein Hobby bleiben oder liegt es euch ernsthaft am Herzen, dass ihr der Welt etwas damit geben wollt? Die übrigen Aspekte zeigen, dass ihr Grund habt, euch geliebt zu fühlen. Es gibt Leute, die für euch da sind und an euch glauben. Ihr könnt zum Neumond ruhig mit vertrauten Menschen über eure Gedanken reden, denn das Erlebnis des Zuspruchs wird euch Mut machen, euren Weg weiterzugehen. Immerhin habt ihr noch das ganze Jahr Glücksplanet Jupiter auf eurer Seite.
Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. In diesem Monat aktiviert der Mars all die Themen, die euch bereits langfristig beschäftigen. Häufig sind das Projekte rund um euer Haus und eure Wohnung und oft geht es auch um die Herkunft und ganz konkret die Eltern zum Beispiel, weil diese Hilfe brauchen. Das alles erzählt uns das Steinbock-Stellium in eurem kosmischen Haus der Familie. Gleichzeitig sind viele Waagegeborene beruflich sehr erfolgreich und einige von euch erreichen sogar ein lang gehegtes Lebensziel. Das zeigt der Mondknoten in eurem kosmischen Karrierehaus. Und aktuell kommen auch neue, interessante, aber auch aufwühlende Begegnungen auf euch zu. Das betrifft jetzt im März vor allem die Septemberwagen. Ihr seht, in eurem Leben ist eine Menge los. Ihr müsst euch eure Zeit gut einteilen, sodass ihr möglichst nicht zu sehr unter Druck geratet. Ihr seht hier an den vielen roten Aspekten in eurem Zeichen, dass ihr sehr viel Energie bekommt, ne? Da stürmt viel auf euch ein, aber das kann euch auch gereizt machen. Deswegen sorgt dafür, dass ihr genug Schlaf bekommt und dass eure Work-Life-Balance stimmt. Diejenigen von euch, die in einer Festanstellung arbeiten, sollten es gut hinbekommen, genug Zeit für ihre persönlichen und familiären Belange zu erübrigen. Die Freiberufler oder Geschäftsleute unter euch stehen schon mehr unter Druck, die verschiedenen Bereiche auszugleichen. Der Schlüssel zum Glück sind eure geschäftlichen und persönlichen verbindlichen Partnerschaften. Die tragen euch jetzt. Und da gibt es Leute, die euch auch die eine oder andere Aufgabe abnehmen können, sei es euer fester Schatz oder ein zuverlässiger Businesspartner. Diese guten Verbindungen erhalten ab dem 5. März und für den Rest des Monats eine sehr günstige Energie, wenn die Venus in den Stier wandert. Gleich zwischen dem 5. und dem 10. zeigen sich zum Teil unerwartete Lösungen für bestehende Probleme. Allerdings ist der Merkur noch bis zum 10. rückläufig, das heißt, es kann dann auch noch Missverständnisse geben, aber insgesamt sind die Tendenzen positiv. In der zweiten Monatshälfte habt ihr sogar ganz ausgezeichnete Finanzaspekte, auch um eine neue lukrative Businesspartnerschaft einzugehen. Der Vollmond am 9. März fällt auf eure Heilerachse und sendet gute Impulse in euren Familienbereich. Vielleicht erscheint euch da eine bisher verzwickte Situation in einem neuen positiven Licht. Das Heilungsthema wird dann auch von Merkur ab dem 16. März für 3 Wochen angeregt. Falls ihr Hilfe und Unterstützung für ein Gesundheitsproblem braucht oder beispielsweise auch, weil ein Familienmitglied oder Elternteil erkrankt ist, könnt ihr in der zweiten Monatshälfte gute Heiler oder Pfleger finden. Während eure festen Partnerschaften gute, unterstützende Impulse erhalten, sieht es für neue Flirts ein bisschen heikler aus. In eurem Partnerhaus stehen Chiron und Lilith und das zeigt Begegnungen, die euch unter die Haut gehen und nicht kalt lassen, die aber auch nicht einfach zu handhaben sind. Am 20. März um 4:50 Uhr ist Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder und aktiviert dann für 4 Wochen euer Partnerhaus. An sich eine sehr gute Nachricht, vor allem für Solowagen, denn das lässt die Frühlingsgefühle sprießen. Dort findet am 24. März auch der Neumond statt, deswegen also ein Neumond der Partnerschaften und ideal für eine Partnerwunschmeditation, falls ihr noch auf der Suche seid. Doch der Neumond steht zusammen mit Lilith und Chiron und das heißt auch, dass Begegnungen anspruchsvoll sind und euch möglicherweise mit gewissen Beziehungsproblemen konfrontieren. Jedoch zeigt Chiron auch, dass die Heilung solcher Knackpunkte angeregt wird, wenn man sich der Begegnung stellt. Beziehungsfragen und deren Heilung können also in diesem Neumondzyklus ein Thema für euch werden. Für eure festen Partnerschaften stehen Venus und Mars jedoch bis Ende des Monats sehr schön und legen nahe, dass ihr euch bei allem Stress unbedingt Zeit für die Liebe und das Vergnügen gemeinsam mit eurem Herzallerliebsten nehmen solltet. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Wenn nicht gerade andere Horoskopfaktoren bei euch dagegen sprechen, sind eure Tendenzen für den März einfach genial. Die Venus geht am 5. März in euer Partnerhaus und fast alle anderen Planeten stehen günstig zu eurem Sternzeichen. Am Anfang kann es noch ein bisschen holprig sein, weil der Merkur noch bis zum 10. rückläufig ist. Dadurch kann es zu Missverständnissen und Planänderungen kommen. Aber danach dürftet ihr kaum noch aufzuhalten sein. In der Liebe können sich für euch wundervolle neue Begegnungen und Flirts ergeben. Gleich zwischen dem 5. und dem Vollmond am 9. März habt ihr da eine total prickelnde Konstellation mit Venus und Uranus im Partnerhaus.
Auch der Vollmond selber steht günstig zu euch und regt eure Fantasie und Liebeslust an. Schwierig wird es nur dann, wenn ihr in einer festen Partnerschaft nicht ganz happy seid. Denn dann ist eine gewisse Gefahr gegeben, dass ihr jemand anderes kennenlernt und dass dann womöglich der Gedanke einer Trennung im Raum steht. Gegebenenfalls lohnt es sich aber, nochmal Energie und Liebe in die bestehende Partnerschaft hinein zu investieren. Besonders in der zweiten Monatshälfte stehen die Liebesplaneten so kuschelig und so günstig zur Skorpionsonne, dass ihr oder euer Partner es leichter habt, über den eigenen Schatten zu springen, um wieder aufeinander zuzugehen. Jedenfalls dann, wenn es zwischen euch noch knistert. Wenn ihr noch solo seid und jemand Neues kennenlernt, sind die Chancen gut, dass die Sache sich längerfristig entwickelt. Auch beruflich kann es ein sehr produktiver Monat für euch werden, besonders wenn ihr mit Kommunikation, PR, Lernen und Lehre und solchen Sachen zu tun habt. Auch falls ihr Schriftsteller seid, werdet ihr tolle und langlebige Texte kreieren. Ideal auch, um Tutorials oder Anleitungen für andere zu erstellen, denn was ihr da niederlegt, wirkt unglaublich überzeugend und eure Einschätzung ist meistens auf dem Punkt. Falls ihr als Anwälte oder Controller tätig seid, möchte man nicht euer Feind sein. Ihr entdeckt alles und eure Gegenspieler stehen nachher mit heruntergelassenen Hosen da. Ein Tipp wäre vielleicht, dass ihr euch in der direkten Kommunikation um einen etwas weichgespülten Ton bemüht, denn durch den Mars kommt ihr vielleicht härter rüber, als ihr eigentlich wolltet. Aber meistens habt ihr ja recht. Etwas Gegenwind könntet ihr im Büro an eurer Arbeitsstelle bekommen, denn hier zeigen Chiron und Lilith eher anstrengende Kolleginnen oder Kollegen an und außerdem auch eine mögliche Tendenz zu Mobbing-Situationen. Und dann ist es halt wichtig, dass ihr da mit Fingerspitzengefühl rangeht und nicht mit der Brechstange, auch wenn ihr im Recht seid. Am 20. März um 4.50 Uhr in der Früh ist dieses Jahr der Frühlingsanfang und die Sonne wandert in den Widder. Sie aktiviert dann euer kosmisches sechstes Haus für Job und Gesundheit und dort findet auch der Neumond am 24. März statt. Beides kann Energie und Achtsamkeit in die Bereiche eurer Gesundheits- und Arbeitsroutine lenken. Falls da was im Argen liegt, falls etwas geheilt werden muss, dann kann es für euch im neuen Mondzyklus ein Thema werden, auf das ihr euer Augenmerk legen solltet. Vielleicht steht auch ein Vorsorgecheck an. Jetzt am 22. März und bis zum 2. Juli passiert noch etwas sehr Wichtiges, denn der Saturn wird schon mal einen ersten Schritt in den Wassermann tun. Und die ersten von euch, vor allem die Oktoberskorpione, merken vielleicht, dass eine familiäre oder eine Wohnsituation nun ernst wird und ihr eine neue Verantwortung übernehmen müsst. Ende des Monats wechselt dann auch der Mars in den Wassermann und verstärkt diese Tendenz. Vielleicht plant ihr eine Renovierung oder einen Umzug, dafür hättet ihr dann in den kommenden 6 Wochen die richtige Energie. Davon abgesehen habt ihr bis Monatsende sehr schöne Tendenzen, übrigens auch finanziell. Falls ihr dahingehend einen Abschluss tätigen möchtet oder eine Verhandlung führen wollt, steht das bis zum 28. März unter sehr günstigen Sternen. Hallo, ihr charmanten Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Der März ist für euch immer Familienzeit, weil dann die Sonne durch euer kosmisches Familienhaus läuft. Bis zum 10. ist dort auch der Merkur noch rückläufig und bei euren Absprachen kann es zu Verzögerungen und Planänderungen kommen. Aber davon abgesehen können sich eure Aktivitäten rund um die Familie oder auch bezüglich eurer Wohnsituation recht positiv und vergnüglich entwickeln. Bis zum 5. März habt ihr auch noch schnuckelige Aspekte von der Venus. Nehmt die schnell noch mit, falls ihr einen neuen Flirt gestartet habt. Ab dem 5. März wandert die Venus dann durch den Stier. Das ist für euch das kosmische Berufshaus. Das spricht dafür, dass ihr im Kollegenkreis angenehme Zeiten habt und auch ein Flirt im Job kann sich ergeben. Und falls bei euch technische Neuerungen eingeführt werden, helft ihr euch untereinander gerne aus, um damit zurechtzukommen. Übrigens, ab dem 10. sind auch die Aspekte für den Rest des Monats sehr gut, um wichtige Budgets zu verhandeln oder vielleicht auch Verbesserungen am Arbeitsplatz zu erhalten. Es sieht so aus, als könntet ihr in diesem Monat ein sattes Plus erwirtschaften, entweder weil eure Leistungen so gut sind oder weil ihr endlich ausstehende Zahlungen erhaltet. Und davon würden auch euer Heim bzw. eure Familienmitglieder profitieren. Der Vollmond am 9. März beleuchtet ebenfalls dieses Thema, also Beruf und Familie und wie sich das beeinflusst. Und das scheint bei euch derzeit ganz gut zu laufen.
Durchgängig bleibt es allerdings ein Thema, das einige Schützen der zweiten Dekade unter dem verschleiernden Aspekt von Neptun eventuell Zuverlässigkeitsprobleme haben. Wenn euch das betrifft, dann achtet einfach darauf, dass ihr nicht mehr zusagt, als ihr auch realistisch einhalten könnt. Das sollte euch aber diesen Monat recht gut gelingen, denn der Neptun ist günstig eingebettet in Aspekte, die für Bodenhaftung sorgen. Ich hatte euch ja im Jahreshoroskop schon gewarnt, dass ihr fremde Leute wie zum Beispiel Haushaltshilfen oder Handwerker genau kontrollieren müsst, wenn ihr sie nicht kennt. Und das sollte euch jetzt ab dem 10. März gut gelingen. Wenn da jemand nicht ganz ehrlich ist, dann findet ihr es jetzt heraus und könnt das korrigieren. Am 16. März geht der Merkur im Vorwärtsgang nochmal durch die Fische und das begünstigt Gespräche rund um eure Heim- und Familienthemen. Von dieser Harmonie profitieren auch eure festen Beziehungen. Falls ihr noch Solo seid, können Chiron und Lilith einige prickelnde Begegnungen in Gang setzen, die sich eventuell auch zu einer Affäre entwickeln können. Vielleicht wollt ihr mit der Person nur was Kreatives zusammen machen. Es kann auch jemand sein, den ihr zu Heilungszwecken aufgesucht hattet und dann fängt es an zu knistern. Diese Tendenz wird ab dem Frühlingsanfang verstärkt. Der ist dieses Jahr am 20. März um 4:50 Uhr in der Früh. Dann geht die Sonne in den Widder. Sie aktiviert dann für 4 Wochen eure Lebensfreude und Vitalität und lässt die Frühlingsgefühle blühen und gedeihen. Und wenn ihr alleinstehend seid, dürft ihr euch auf eine besonders produktive und schöpferische Phase freuen, in der ihr Spaß an euren Hobbys habt oder mit euren Herzensprojekten vorankommt oder auch gerne Sport treibt. Und eine mögliche Liebesaffäre könnte euch dabei enorm beflügeln. All das wird nochmal aktiviert vom Neumond am 24. März. Für euch ist das ein wunderschöner Neumond, um über kreative Projekte nachzudenken. Auch das Thema Heilung ist angesprochen, und zwar auf ungewöhnlichen und spirituellen Wegen, zum Beispiel mit schamanischen Techniken oder Meditation. Auch Schwingungen, etwa durch Klangschalen oder Frequenzmedizin, würden in dem kommenden Mondzyklus bei euch eine besonders gute Wirkung erzielen. Dass der Saturn ab dem 22. März und bis Anfang Juli schon mal einen Schritt in den Wassermann tut, werden die ersten von euch vielleicht daran merken, dass der Druck zu sparen nachlässt und mehr Leichtigkeit in den Geldfluss kommt. Auch der Mars geht zum Monatsende in den Wassermann und steht dann günstig für euch. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Wie läuft's bei euch? Ich für meinen Teil als Steinbock habe die Saturn-Pluto-Konjunktion ganz deutlich gespürt, aber kein Wunder, sie stand ja auch praktisch auf meiner Sonne. Also alle, die so um den 14. Januar rum Geburtstag haben, erlebten dramatische Entwicklungen oft zum Guten in Richtung mehr Power, Durchbruch, Transformation, Ermächtigung. Aber ich habe auch Steinböcke gesehen, die ihren Job verloren haben oder auf andere Art und Weise ihr Leben nochmal neu aufrollen. Doch Jupiter zeigt auch in solchen Fällen gute Chancen auf ein Happy End an. Die Böcke der ersten und zweiten Dekade sind ja mit Saturn und Pluto schon durch, aber ich nehme an, auch ihr spürt die starke Energie, die sich jetzt hier mit Mars im Zeichen Steinbock konzentriert, zum Beispiel durch mehr Verantwortung, mehr Arbeit und wichtige Entscheidungen, die ihr jetzt zu treffen habt. Wobei die Dezember-Steinböcke einen Ideen- und Kreativschub durch Uranus bekommen und jetzt teilweise begeistert neue Projekte anschieben. Bei all dem werdet ihr den ganzen März über von Mars unterstützt, der durch den Steinbock läuft, und die anderen Planeten bilden angenehme Aspekte zum Steinbock-Stellium und bringen da etwas mehr Fluss und Harmonie hinein. Deswegen denke ich, dass der März ein guter Monat für uns Steinböcke werden kann. Besonders schön ist, dass die Venus ab dem 5. März durch den Stier läuft, wo sie sich mit Uranus trifft. Das ist ein toller Aspekt für die Liebe. Deswegen, auch wenn ihr viel zu tun habt, im März solltet ihr euch reichlich Zeit für Liebe und Kuscheleinheiten nehmen, weil Venus und Mars über lange Strecken superschöne Aspekte bilden. Das steigert die Sinnlichkeit, die Liebeslust und die Lebensfreude. Und natürlich auch den Spaß am Flirten und die Chancen, jemand Neues kennenzulernen. Immerhin steht ja der Mondknoten, der Faktor für den Seelenpartner, immer noch im kosmischen Partnerhaus des Steinbocks. Und wenn ihr gerade alleinstehend seid, ist es auch ein starker schöpferischer Aspekt, um euren Hobbys nachzugehen oder was Schönes Kreatives zu machen. Der Vollmond am 9. März steht sehr günstig für euch
in der Jungfrau und regt vor allem bei denen, die in der Kommunikationsbranche arbeiten oder als Autoren bloggen oder schreiben, ganz enorm die Fantasie an. Bis zum 10. März ist der Merkur noch rückläufig und das kann finanzielle Angelegenheiten ins Stocken bringen. Seid daher so lange noch vorsichtig mit finanziellen Vereinbarungen oder Einkäufen. Danach kommt eine sehr gute Phase, die im Wesentlichen bis zum Monatsende andauert. Ab dem 16. geht der Merkur vorwärts wieder in die Fische und lässt für den Rest des Monats die Ideen sprudeln. Das ist auch ein toller Aspekt für alle, die therapeutisch arbeiten und einfühlsam mit Klienten reden. Der einzig harsche Aspekt diesen Monat kommt von Lilith und Chiron, die im Widder stehen. Und die können Schwierigkeiten in der Familie oder auch in der Wohnsituation anzeigen. Ich habe zum Beispiel, seitdem die Lilith im Widder steht, wieder prompt Stress mit meinem Vermieter, beziehungsweise der hat Stress mit mir aus seiner Sicht, der ist nämlich auch Steinbock. Für den bin ich die widerspenstige Lilith im 4. Haus. Es können auch schwierige oder provozierende Töchter angezeigt sein. Und Chiron regt dabei den Wunsch nach Heilung bzw. die Auseinandersetzung mit den Knackpunkten an, die durch solche Konflikte zutage treten. Am 20. März um 4.50 Uhr in der Früh ist dann Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne in den Widder und trifft sich genau zu Neumond am 24. mit Chiron und Lilith. Das heißt, in dem neuen Mondzyklus geht es für den Steinbock darum, sich mit diesem gewissen wunden Punkt, entweder in den Familienbeziehungen oder in der Wohnsituation, mal näher auseinanderzusetzen. Vielleicht zieht auch der eine oder andere Konsequenzen und kündigt beispielsweise die Wohnung oder das wilde Kind beschließt, auszuziehen. Die übrigen Aspekte versprechen jedoch Harmonie und gute Ideen. Deshalb lohnt es sich, das dann mal anzugehen und sich um eine nachhaltige Klärung der Situation zu bemühen. Auch finanziell ist die zweite Monatshälfte sehr vielversprechend. Sei es, dass ihr mit eurem Hobby auch noch Geld verdient oder dass ihr einen tollen neuen Abschluss tätigen könnt. Wichtig für euch ist noch, dass Saturn ab dem 22. März und bis Anfang Juli einen ersten Schritt in den Wassermann tut. Das ist für den Steinbock das kosmische Geldhaus. Manche von euch spüren dann vielleicht, dass eine neue finanzielle Verantwortung auf sie zukommt, während gleichzeitig ein innerer Druck nachlässt. Ende des Monats geht dann auch der Mars in den Wassermann und aktiviert eure Geld- und Besitzthemen. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Für viele von euch startet der Monat relativ entspannt. Wenn ihr im Januar Geburtstag habt, seid ihr jedoch sehr mit einer neuen Sache beschäftigt und engagiert. Ihr empfangt die Einflüsse von Uranus, Lilith und Chiron. Das sind Leute, Ideen und Projekte, die euch anregen und beschäftigen. Gleichzeitig kann es bei euch zu Hause einiges zu tun geben. Sei es, dass ihr umzieht oder gerade umgezogen seid. Sei es, dass eine andere Veränderung in eurem Familienleben stattfindet. Das gilt in abgeschwächter Form auch für die übrigen Wassermänner, denn ab dem 5. März wandert die Venus in den Stier, trifft sich dort mit Uranus und aktiviert auch für alle anderen den Bereich Heim und Familie. Das ist jedoch ein recht angenehmer Einfluss, sodass ihr Spaß daran haben werdet, euch zum Beispiel neu einzurichten oder umzudekorieren. Die Venus zeigt auch einen netten Besuch bei euch zu Hause an, der euch Lust macht, euer Heim im besten Licht zu präsentieren. Wobei ihr schon gerne hättet, dass man euch dabei auch hilft. Und dann solltet ihr das auch sagen. Allerdings ist ja der Merkur noch bis zum 10. März rückläufig und beeinflusst dabei auch euer Sternzeichen. Deshalb seid bei allen Absprachen besonders sorgfältig, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Im März sind auch Finanzfragen häufiger ein Thema. So beleuchtet der Vollmond am 9. in der Jungfrau bei euch die Werteachse. Und falls ihr zu Vollmond nachts wach liegt, denkt ihr womöglich darüber nach, wie ihr finanziell aufgestellt seid. Besonders diejenigen von euch, die in ihrem Leben gerade einiges umkrempeln, brauchen dafür natürlich auch Geld und dann ist die Frage, ob es reicht. Es sieht aber so aus, als würde man euch unter die Arme greifen und zwar durchaus seitens der Familie. Seid euch also nicht zu schade, gegebenenfalls um finanzielle Hilfe zu bitten. Beruflich scheint alles seinen ganz normalen Gang zu gehen. Finanzangelegenheiten stehen ab dem 10. bis zum Monatsende unter recht guten Sternen, denn der Merkur wandert im Vorwärtsgang ab dem 16. März durch euer Geldhaus. Wenn ihr gut aufgestellt seid und beispielsweise an der Börse spekuliert, scheint ihr die Geheimnisse des Geldflusses verstanden zu haben und dürft dann auch in der zweiten Monatshälfte mit einem guten Plus rechnen.
Die Liebesplaneten stehen diesen Monat vor allem günstig für Wassermanngeborene in festen Beziehungen. Sie erleben einen guten Zusammenhalt bei der Regelung von Familienangelegenheiten. Uranus kann für die erste Dekade etwas Unruhe ins Beziehungsleben bringen, doch wirken die übrigen Einflüsse stabilisierend, sodass ihr in der Lage sein solltet, neue Anforderungen vergnügt gemeinsam in Angriff zu nehmen. Besonders wenn euer Partner Steinbock, Stier, Fische oder Krebs ist, dürfte viel Harmonie herrschen. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, scheinen euch Flirts mit ziemlich ungewöhnlichen und interessanten Menschen besonders anzuregen. Und denen könnt ihr durchaus im direkten Umfeld begegnen, sozusagen vor eurer Haustür. Auch falls ihr Kurse besucht oder euch an Nachbarschaftsaktivitäten beteiligt, haltet die Augen offen. Und wenn ihr über eine Flirt-App jemanden kennenlernt, kann es sein, dass die Person direkt um die Ecke wohnt. Am 20. März um 4.50 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne in den Widder. Und während es dann auf den Neumond noch zugeht, passiert noch etwas sehr Wichtiges. Vom 22. März bis Anfang Juli tut der Saturn einen ersten Schritt in euer Zeichen Wassermann. Und dann spüren vielleicht schon die ersten von euch, dass sie sich bald hervortun und eine neue Verantwortung übernehmen werden. Ich habe es ja schon in meinem Jahrbuch geschrieben, dass ihr ab Ende 2020 mit Saturn im Wassermann einen neuen Lebensabschnitt beginnen werdet, in dem ihr sozusagen aus dem Hintergrund hervortretet. Und dann wartet mehr Anerkennung, mehr Verantwortung, mehr Erfolg und mehr Arbeit auf euch als je zuvor. Am 24. März haben wir den Neumond im Widder und der verbindet sich mit Chiron und Lilith. Er scheint euch anzuregen, ein Engagement anzunehmen und euch für eine Sache einzusetzen, die euch wichtig ist und das auch deutlich zu kommunizieren. Wenn ihr schreibend tätig seid, als Autoren, Blogger oder Journalisten oder auch als Heiler und Coaches viel mit Klienten im Gespräch seid, bringt euch dieser Neumond wunderbare Inspirationen. Und in dem kommenden Mondzyklus habt ihr sicherlich auch viele interessante Begegnungen. Und da kann es für die Singles unter euch auch eine neue Liebe geben. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im März Geburtstag habt. An Geschenken dürfte es nicht mangeln, denn der Kosmos meint es gut für euch. Fast alle Planeten stehen günstig zur Fischesonne. Das Steinbock-Stellium und der aktuelle Mars im Steinbock stärken euch den Rücken und geben eurem Leben Halt und Struktur. Und das könnt ihr brauchen, denn der Neptun steht ja auch dieses Jahr hier bei euch im Zeichen und schenkt euch Fantasie, Einfühlungsvermögen und lässt eure Kreativität blühen. Das ist besonders schön, wenn ihr einen künstlerischen Beruf habt. Aber manchmal ist es schwer, sich abzugrenzen und sich an alle Termine zu erinnern. Dabei helfen euch nun und auch für den Rest des Jahres die Planeten im Steinbock. Sie stehen in eurem Freundschaftshaus und zeigen, dass ihr starke Freunde und Verbündete habt, die euch, falls nötig, auch helfen, den Überblick zu behalten. Ab dem 5. März wandert die Venus in den Stier und bildet dann ganz wunderbare Aspekte für euch. Das ist toll für die Liebe und Flirts und überhaupt für den guten Kontakt mit den Menschen um euch herum. Ihr wirkt wieder mal wie Magneten und jeder möchte in eurer Nähe sein. Zwischen dem 5. und dem 10. März sind die Flirtchancen besonders prickelnd, ebenso in der zweiten Monatshälfte. Der Vollmond vom 9. März in der Jungfrau in eurem Partnerhaus lässt euch im allerbesten Licht dastehen. Ihr kommt einfach super bei anderen Menschen an. Ihr müsst jedoch noch ein bisschen aufpassen, weil der Merkur noch bis zum 10. März rückläufig ist. Wenn ihr zum Beispiel zu eurer Geburtstagsparty einladet, achtet darauf, dass ihr niemanden vergesst und dass sich kein Fehler bei den Daten, der Uhrzeit und der Adresse einschleicht. Die Wochenenden vom 7. und 8. und vom 14. und 15. März sind wunderbar geeignet, falls ihr eine größere Fete feiern wollt. Ab dem 16. März wandert der Merkur im Vorwärtsgang noch einmal durch die Fische und regt eure Kontaktfreude an. Wenn ihr mit Worten und Sprache arbeitet, auch beispielsweise als Therapeuten oder Coaches im Gespräch mit Klienten, sind die kommenden 3 Wochen dann besonders inspirierend für euch und ihr findet die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Beruflich ist der Monat ebenfalls sehr ergiebig, ganz besonders, wenn ihr viel Kontakt mit Menschen habt oder Öffentlichkeitsarbeit leistet, sei es als Kursleiter, Gruppenleiter oder durch ein gesellschaftliches Engagement.
Die Freelancer unter euch stehen gut da. Vor allem, wenn ihr in den letzten Jahren euer berufliches Netzwerk gepflegt habt, erweist sich das als sichere Bank und ist Gold wert. Ihr kennt und trefft wichtige Leute mit Einfluss und gemeinsam könnt ihr viel bewegen und dabei kommt auch noch finanziell was herum. Es kann jedoch sein, dass ihr euch trotzdem Gedanken um das Thema Besitz und Werte macht. Das scheint im letzten Monatsdrittel immer wichtiger zu werden. Am 20. März um 4.50 Uhr ist Frühlingsanfang und die Sonne wandert in den Widder und aktiviert damit euer kosmisches Geldhaus. Und dort findet auch der Neumond am 24. statt in Verbindung mit Chiron und Lilith. Dieser Neumond kann für euch ethische Fragen rund ums Geld und Besitz aufwerfen. Vielleicht wäre es für euch eine Option, zu einer Bank zu wechseln, die sich durch eine saubere finanzielle Ethik hervortut. Vielleicht wollt ihr auch was spenden oder mittellose Künstler unterstützen. Möglich auch, dass ihr Ausgaben für eure Gesundheit habt. Aufgrund der übrigen Aspekte wage ich jedoch die Prognose, dass ihr es euch leisten könnt, Geld für solche Dinge auszugeben. Denn die Aspekte bleiben bis zum Monatsende und teilweise auch langfristig sehr positiv für euch. Und die Unterstützung aus dem Steinbock hält ja noch das ganze Jahr über an. Deswegen könnt ihr euch zu Neumond tatsächlich darüber Gedanken machen, wo ihr investieren wollt, auch wenn es vielleicht erstmal keinen materiellen Vorteil bringt. Es gibt eben Dinge, die auf einer anderen Ebene euer Leben wertvoller machen und das könnte in dem neuen Mondzyklus für euch ein Thema werden. Hier sind meine Infos zu meinem Service und meinen Veranstaltungen für euch. Ihr könnt gerne jederzeit eine persönliche Beratung bei mir buchen und mit mir über eure Anliegen sprechen. Alternativ könnt ihr auch eine Jahresvorschau oder ein Partnerhoroskop bei mir bestellen, und zwar als computerbasierte PDF-Horoskope. Darin erfahrt ihr schriftlich, welche Aspekte in dem jeweiligen Horoskop wirksam sind und was sie bedeuten. Aber beachtet bitte, dass ich darin nicht auf spezifische Einzelfragen eingehen kann. Dafür ist ja dann die persönliche Beratung da. Mein gesamtes Horoskop-Angebot findet ihr auf der Beratungsseite meiner Homepage und ihr könnt auch meine Assistentin anrufen und die Infos, wie ihr uns erreicht, findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist am 13. März um 21 Uhr und wir machen weiter mit unserer beliebten Reihe Wer passt zu wem? Diesmal zu den romantischen Fischegeborenen. In der Sendung verlose ich dann passend zum Thema ein Partnerhoroskop. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, meldet euch bitte an und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Am 20. März ist Frühlingsbeginn und die Sonne geht in den Widder. Dann beginnt ein neuer astrologischer Jahreszyklus. Aus diesem Anlass verlose ich ein Jahreshoroskop als PDF. Das sind 25 bis 30 Seiten mit eurer persönlichen Jahresvorschau und den Transiten für die kommenden 12 Monate. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten, konstruktiven Kommentar und, ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann verbreitet doch bitte meine Videos in euren Social Media weiter. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch noch mein Video Der magische Spiegel über den aktuellen Mondzyklus. Außerdem ist auch das Video über die Lilith im Widder sehr wichtig und weiterhin mein Special Zeichen der Zeitenwende über die Machtkonstellationen im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.